Das Twice LP. Ja, jetzt schon mal vor der Folge ein großes Sorry. Jetzt bei einer Goodbye Deponia Folge, glaube ich, und vier Arkham Origins Folgen hat Fraps keinen Ton aufgenommen. Und ja, ich werde jetzt einfach bei Goodbye Deponia den passenden Soundtrack dahinter schneiden. Arkham Origins wird leider YouTube freie Musik genommen, also die, wo YouTube anbietet und nicht passend zum Spiel. Und die Dialoge oder Monologe sind ja zum Teil auch auf den Ton, also beziehungsweise auf die Sprache der Charaktere angelehnt. Aber sie sind ja alle dann untertitelt beziehungsweise übertitelt in Goodbye Deponia und ja, das nächste Mal geht es dann besser weiter, nämlich ohne dass ich Ton dazwischen schneiden soll und ja, sorry für diese 5 Folgen. Bis demnächst. Okay, dann sind wir wieder hier. Achso, ja, ich habe jetzt, während ich. Das war. Ich habe eine längere Aufnahmepause gemacht. Und da sind mir so ein paar Ideen gekommen. Eigentlich nur die eine. Oh ja. Doch. Und jetzt können wir nämlich mit dem geschwärzten Papier doch einen Abdruck nehmen. Das ist doch irgendwie gut für Abdruck nehmen oder so, glaube Natürlich, Rufus. Was? Wurschnabel hier, ganz klar. Okay. Goalie, Gretchen, Rusty und Hansel. Abdruck. Der Abdruck, der sieht doch richtig cool aus nach einem total coolen Tattoo-Teil. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal vorschlagen als Teil. Weil Elfen sind ja natürlich ganz toll. Abdruck hier. Sergeant Bambi und Dings PVT Lotti. Keine Ahnung, was das heißt. Eben. Elfe. Das ist schön. Ach, passt schon. Natürlich. Okay. Okay. Natürlich. Liegestuhl nehmen wir erstmal mit. Nein, nein. Ein Kuhfuß. Okay, und
Wie können wir jetzt eigentlich, bringt ihr das jetzt rein? Gut, dann gehen wir da jetzt halt in den Wohnwagen. Bitte. Cockpit. Hallo, Toni. Was ist da los? Ist schön. Ganz schön nett, ja, ja. Es scheint sich eines geändert. Nee. Ich will doch. Ach, egal. Ja. Warum nicht? Oh Gott. Das war halt unwahrscheinlich. Ist der General zufällig Cowboy Dodo? Naja, da bringen wir jetzt nichts. I'll be back. Kleinen Moment. Aber dann, wenn... der neue General könnte ja Cowboy Dodo sein, aber der denkt ja, dass wir ihm als Rufus die Show stehlen wollen. Gut, ist auch so. Aber... ich hab's gleich. Okay. Nee, klappt, super, ja, also ja, wo sind wir? Achso, ja, denn. Ich kann mir gerade nicht wirklich. Wir haben jetzt ein Brecheisen und einen Liegestuhl. Achso, ja, da unten war ja so ein Ding, das werden wir. Auf jeden Fall, Toni. Ich hoffe, das hat man jetzt gehört, weil da hat es jetzt sehr viel wichtige Aufnahmezeit, in Anspruch genommen und ich hoffe, dass es gut angekommen ist. Toll, nicht? Dann geben wir dem Rufus mal das hier und das hier. Dann das hier, geben wir dem einfach alles, weil wir brauchen ja gerade nichts anderes. Dann gehen wir einfach mal auf die Sprosse. Hm.
Nein, nochmal. Mist. Achso, nein. Nein, ach, Mist. Natürlich. Okay, dann nicht. Dann haben die eigentlich irgendwas zu sagen, oder? Rusty? Symbol. Haben die Dinger nicht gekannt, oder? Ach so, ja. Skyline. Ich weiß, wie wir diesen Irrbuchstaben da, den wir hier brauchen, bekommen. Wir haben ja diesen einen Papierflieger da. Der sollte jetzt nicht dahin. Skyline. Dann der Rufus hier muss. Der hat den Papierflieger noch, oder? Ja, bescherter Flyer. Baby Bose. Vielleicht können wir von da oben hier einen Papierflieger werfen. Der dann bei unserem Freund in der Organon. Dings da, wo auch immer der gerade ist, ankommt. Ist ein Versuch wert. Vor allem, weil die anderen Dinge, die ich dachte, sie könnten klappen, nicht klappen. Ja, da ist der Barry. Ja, das hatten wir schon mal. Dann habe ich noch eine andere Idee, weil das war ja kein Punkt gerade. Da neben dem Haus der Bosus könnte es auch noch sein, weil da war es ja auch so oben und ich glaube, man könnte den Hintergrund sehen. Teigtasche frei. Schön. Tatsächlich die Aufstiegsschätzung. Wie schön. Ja, ich erinnere mich an Teil 1. Warum geht der Mist nicht? Die Orgelspieler. Wollen die vielleicht jetzt ab? Nee. Hier? Dann, wir haben dieses Liegestuhl da. Das wäre auf diesem Schlafplatz da vielleicht unter Umständen
benutzen. Für so eine kleine Idee. Pilze, das verstehe ich auch noch nicht, warum die ganzen da und dann lacht die Pfantex. Auf jeden Fall, da ist ja der. Also, ja, da ist ja wirklich ideal, wirklich ideale Stelle für ein Nachtlager, hier der Liegestuhl. Ja. Ich mich ehrlich gesagt auch. Ich mich auch. Wo denn Antennenkabel? Tatsächlich. Klappt nur nicht so ganz. Merkt man. Ja, aber ich bin echt verzweifelt. Ich bin mir sicher, ich muss irgendwas mit der Box machen, weil ich weiß, die Pfantex hat von den Gesprächen ja nicht so viele Optionen. Dann mal mit dem Affen, können wir mit dem reden? Äffchen? Hallo. Oh. Natürlich nicht. Hier. Ach, sie. Der Freak ist für Psychologie. Und da haben wir hier was. Da müssen wir aber wissen, was Boso dazu sagt. Also gehen wir jetzt ins Casa Boso und fragen Boso, was er darauf sieht. Ich denke ja, eine Funkelfee. Ah ja, die Boso Family. Gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das auch meine aktuelle Folge, die Boso Family. Ist ein bisschen lange her. Hier, Boso. Was ist? Was ist das jetzt? Hä? Furchtbar. Ich weiß nicht, ob wir mehrere Dings bekommen werden. Ich gehe jetzt einfach mal auf Verdacht zu dem Psychologen und schau einfach mal, ob es klappt. Das war Therapiepraxis. Therapeut. Ja, schon wieder. Kommen Sie noch ein paar Muntermacher? Ja. Das hatten wir aber alle schon. Okay. Irgendwas Grausames, oder? Nee, geht gar nicht. Ja. Ah, okay. Es gibt also mehrere und wir müssen es erstmal. Okay, wir brauchen noch die anderen. Okay.
Ich brauche noch die zwei anderen. Weil das andere sind nur Rufus-Antworten. Ja. Okay, also müssen wir irgendwie noch die anderen Teile bekommen. Und irgendwie zwischen dem Rufus können wir keine Connection mehr aufbauen. Kann es zufällig sein? Gulli. Oh Mann, 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 Mann. Trio gespielt, auch mit dem können wir hin. Oh, schade, schade, schade. Das ist eigentlich eine Leine, okay. Trotzdem. Ich will aber die Kiste. Dann. Gut, dass ich. Ich weiß schon vornherein, dass es nicht klappen wird. Achso, ja, der Rufus. Aber. Einfach mal. Ja, das verstehe ich auch. Das ergibt auch Sinn, aber. Okay, wenn wir hier noch nichts, wir müssen zu Cletus kommen. Ne, da brauchen wir die Organon-Maske. Ja, würde ich auch sagen, aber. Der noch? Ja, mach's gut, du trübe Tasse und auch die anderen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Goodbye Deponia. Ciao. Wow, 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 wow.